Als du die erste Bude gemacht hast, hat die Hagener Bank gesagt, eha, bei der zweiten Bude fiel der Satz, den verpflichten wir. War das das beste Bewerbungsvideo für den Drittligisten heute? Also freut mich sehr. Ja, ich glaube, das war eine ganz gute Bewerbung für mich, weil ich will eh wieder höher spielen. Und als ich mein erstes Tor gemacht hatte, war ich voll Adrenalin. Als ich mein zweites Tor hatte, geschossen hat, dann wollte ich noch ein drittes, aber leider habe ich nicht geschafft. Was ist das für ein Gefühl in dem Moment, wenn der Ball drin ist gegen den Drittligisten? Vor allem auch noch, wenn das so ein Spiel ist mit so einem geilen Zweck dahinter. Ja, das war überragend. Also das Gefühl her, immer noch. Ich habe das Bild vor mir, als ich besonders den Herrn Stahl ausspiele. Und ich habe auch gesagt, dass ich freue mich gegen ihn zum Spielen. Und ich habe ihn ausgespielt und dann das Tor gemacht. Das war einfach ein Traum, eine Vision. So, ich weiß nicht, das war überragend. Ich habe keine Worte dazu. Wie schwer ist es jetzt, wieder in der Bezirksliga auflaufen zu müssen, wenn man gegen den Drittligisten gespielt hat? Ja, schon, hat man schon gemerkt. Aber ich will immer fit bleiben. Ich will immer in einem Profi-Niveau, also konditionell her, bleiben. Also für mich war ganz schön. Meine Stärke und mein Training zum Sehen, dass es einen Sinn hat. Dass wie kannst du es dir erklären, dass die Mannschaft, die vorher noch nie zusammengespielt hat, so stark gegen Haching aufläuft? Ja, also alle Spieler spielen in höherem Niveau. Also die haben auch Bilder, die haben auch Erfahrungen von höheren Ligen. Und zweitens, die andere Truppe, die unter Hachinger waren, auch jung, viel jung dabei. Also die sind immer noch dran, die müssen sich ihre Stärke aufbauen. Und noch, ja, ich glaube deswegen, also die waren die Stars eigentlich, yeah? Also die müssen gut sein. Deswegen glaube ich, waren wir auch stark. Naja, 9-2 zeigt das nicht so, aber wir waren auch stark, ja. War das das Highlight deiner bisherigen fußballerischen Karriere? Ja, ich glaube schon. Ich habe auch ein paar Profi-Erfahrungen aus meiner Karriere in Griechenland, aber das war echt schön. Oder in Austria Salzburg hatte ich auch eine schöne Erfahrung mit Fans und so in einem Spiel. Aber ja, das war überragend. Ganz schönes Gefühl, war echt ein Highlight, sicher. Super, Dankeschön. Vielen